In diesem Jahr feiern wir 200 Jahre Gastfreundschaft in der Zentralschweiz. Auf der Seerose gibt es jeden Tag ein abwechslungsreiches Abendprogramm mit Künstlern aus der ganzen Schweiz. Letzten Montag ist Zalt nach Staat auf der Seerose unter anderem der Beat Schlatter beim Dominique Deville zu Gast gewesen. Der Beat Schlatter ist ein grosser Freund von der Gastfreundschaft. Ich wohne in Zürich und Zürich ist wahnsinnig teuer. Zürich kann man fast nicht mehr zahlen. Wenn man in ein Restaurant gab, vom halb acht bis um 12 Uhr, zahle ich für eine Person so viel, wie wenn ich daheim würde 8 einladen. Darum habe ich angefangen, Gastgeber zu sein und ich habe regelmäßig sehr viele Leute bei mir. Beat, du bist Opfer von einer Attacke geworden. Wie geht es dir? Und wie sieht es beim Dominique Deville aus? Ist er ein Freund von der Gastfreundschaft? Eigentlich überhaupt nicht. Aber man muss als Kapitän einfach auch so Opfer eingeben können. Ich steuere eigentlich sehr gerne auf das Schiff steuern über den vier Waldstättensee. Das ist das, wo ich gemacht bin, was ich auch kann. Gestern ist noch ein Zubrot, das ich gerne einlade, um meine Passagiere bei Laune zu behalten, dass sie nicht meutern. Weil die größte Gefahr für den Kapitän ist die Meuterei. Und deswegen mache ich die Shows nicht, weil ich es gerne mache, aber weil ich es einfach kann. Der Dominique Deville ist mit seiner Talkshow auf der Seerose noch an ein paar Abend unterwegs. Alle Infos zum weiteren Abendprogramm finden Sie auch unter gästival.ch. Tickets gibt es beim Ticket Corner und an allen üblichen Vorverkaufsstellen.